Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Crossout. Diesmal sogar in der Vierer-Konstellation mit Krabs. Hallo. Frizzy. Hallo. Und dem Randy. Hallo. Und meine Wenigkeit. So, ja, endlich zu viert möglich, ne? Und es kam wieder ein krasses Update noch raus. Muss man auch dazu sagen, irgendwas mit The Flag. Und wir haben gesehen, bei Battle gibt es zurzeit Storm Warning. Man bekommt keinen Schaden, wenn man das spielt. Man kann aber als Rewards auf jeden Fall Coins bekommen. Und, sobald man auf dem Battleground can't join Mission in a Group. Oh lol. Na super. Ja. Müssen wir was anderes spielen. Vergesst einfach wieder, was ich gerade gesagt habe. So, einmal zurückspulen. So, ja. Ihr habt alle bestätigt? Ja. Das ist cool. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Smalltalk, weil die Wartezeit hier ist atemberaubend in letzter Zeit. Atemberaubend ist die. Raubt einem wirklich den Atem. Ist grauenhaft. Ich glaube, dass sie das so gefixt haben oder so umgestellt haben, weil gefixt kann man es ja nicht nennen, dass früher hast du bei dem Battle zugeschaut. Weißt du? Wenn du nicht gleich reingekommen bist. Und jetzt ist es so, du kannst halt nicht mehr zuschauen, du warst halt in der Lobby. Ach so, kann man nicht mehr zuschauen? Nö, also ist nicht mehr. Nee. Du warst hier in der Lobby und dafür dauert es einfach länger. Okay. Naja, voll assi. So, warte mal, aber das wurde ja auch umgestellt vom Powerscore, ne? Ja, das stimmt. Man kann ja, es kommt ja nicht mehr vor, dass jemand 1000 oder 2000 Powerscore über dir ist. Maximal 500. Maximal 500, ja. Was eigentlich. Was ich gut finde. Genau, was eigentlich okay ist. Macht aber die Wartezeit ein bisschen länger. Ja. Das ist das Problem an der Sache. Naja, muss man einfach schauen, ne? Ja. Also, mein Fahrzeug, wie gesagt, 4300 Powerscore. Aber absolut nicht effektiv, weil ich drei Raketenwerfer habe und die machen gar keinen Schaden mehr. Also so gar nichts. Ja. Eine leichte Machine Gun, also die normale Machine Gun macht mehr Schaden. Krass. Was hast du für Raketenwerfer? Pyre Launcher, drei Stück. Und die sind scheiße? Die Zielsuchenden, ja, die sind kacke. Die machen keinen Schaden. Ich habe auch einen drauf davon. Ja, viel Spaß. Stimmt, ey. Das ist mir letztens schon aufgefallen, dass die übelst, dass sie keinen Schaden machen. Die haben die richtig krass genervt, ey. Ja. Das ist aber doof, oder? Und ein Direktor-Treffer ist jetzt in den meisten Fällen Zufall. Aha. Wenn du nämlich, ich weiß nicht, kann man einen Test-Drive machen, um das mal überhaupt. Bin ich noch in der Suche drin? Ja. Du kannst einen Test-Drive machen. Ich mach gerade mal einen Test-Drive. Wenn ich jetzt normal schieße. Dann musst du mal auf die Spur achten, wie der fliegt. Der fliegt über dein Fahrzeug drüber weg und explodiert einfach über den. Der trifft den nicht direkt. Okay. Oder in meinem Fall jetzt gerade, ich treffe ihn gar nicht. Ich habe ja gesehen, die damals so aus Kilometer Entfernung die Raketen geschossen haben, die sind eingeschlagen. Die hatten nur irgendwie so ein übelst großes Radar drin, dass die das auch aus der Entfernung anvisieren können. Das habe ich auch. Aber nochmal, das ist schon crazy, oder? Ich fahre jetzt mal ein ganzes Stück weg von meinem. Ich hatte die auch gekauft, ich hab's dann wieder verkauft. Ich schieße jetzt drei Raketen auf einmal ab. Mal gucken wir mal, was die drei Einschlag machen. 500 Schaden. Wow. Obwohl 500 nicht gerade wenig ist, ne? Ja, aber das sah sogar nach einem direkten Treffer aus. Okay. Eine macht 169, aber der hat gerade 169 gemacht. Und der 300, die beiden zusammen. Ja, es gibt jetzt definitiv bessere Waffen. Das stimmt. Aber okay, die sind auch nervig. Die zielsuchenden Raketen waren schon echt hardcore. Die zielsuchenden auf jeden Fall. Und die Reichweite haben sie verringert, sehe ich gerade. Das ist mir schon aufgefallen, ich habe schon gedacht, wenn ich an der Garage stehe und dann Bot spawnen. Oh, es geht los. Oh, geil. Konnte ich ja direkt auf einen draufschießen eigentlich, ne? Und den damit zerstören. Das geht nicht mehr. Die explodieren vorher. Okay. Aber das zum. Aber den Bots scheint das egal zu sein mit dem PS. 3000? Ja. Stimmt. Kurz interessiert das gerade nicht. Hallo, Wayne. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied.
Wow, wer schießt hier? Ach, er da wieder. Da sind sie alle mit Kettenfahrzeugen unterwegs. Ja. Was hast du denn da? Ich habe vier Ketten an meinem Monster dran. Ach hier, ja, ja. Ich habe aber auch Angst, dass es mir kaputt geht. Ich bin gerade nämlich nicht mehr in der Fraktion, um neu zu machen. Ach so. Ach so, wegen den Ketten jetzt. Ja, ja, genau. Und die Ketten sind vor allem sau teuer, ne? Ja, deswegen. Ja. Na, 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 na. Irodizi. Der Randy mit der Autogun hier, ey. Oh Mann. Mit der Autocannon. Das Ding werde ich mir auch holen. Definitiv. Da glaube ich sowas von dran. Bam. Mal fliegen die Raketen auch langsamer? Ja. Sieht so aus, ach du Scheiße, Alter. Ah, ich habe aber einen Kill. Juhu. Ein Kill. Also ich habe die ja extra so angeordnet, dass ich die sogar im Nahkampf nutzen kann, die Raketen. Aber die machen halt keinen Schaden, ne? Ja, wenn du doch links oder rechts, wie ich das hier habe. Au! Nehmen wir uns. Oh. Demonstriere ich mal gleich. Treffer. Oh. Treffer. Aber ich bin auch Nahkämpfer, also von daher. Das Problem ist, da muss vor mir sein, sonst. Oh, Krabs! Also ihr habt das, ihr habt sogar das neueste Paket. Ja. Das hab ich nicht. Das hast du nicht? Ne, das hab ich nicht. Wir haben gedacht, wir gönnen uns mal für einen 60er, ne? Habt ihr euch gegönnt oder habt ihr bekommen? Ne, haben wir bekommen. Wir können. Aber guck mal, was mit Randy da. Ich muss ja gleich nochmal anschreiben. Warte, 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 hier. Hui. Aber, captured mal jemand? Freezy, was machst du? Ah, du bist tot. Ich bin schon tot. Na komm, wer? Au! Dabei bin's. Ah ja, ich hab den gerade, hab ich ihn gar nicht getroffen oder was? Ey, die Kanone ist weg. Ja. Und der kann meiner. Noch einer! Hast du den? Boah, Alter, hab ich den gefickt. hier sind noch mehr. Was geht denn ab? Wir sind noch hier drei, wa? Oh, ich hab alles auf null. Lol. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich brauche nur noch zwei Schuss. Ich kann gar nichts mehr machen. Wir müssen capturen. Komme ich da rein? Schaffe ich das? Nee, ne? Ah, fuck. Also 2 gegen 3. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, wir hätten eh gewonnen jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen. Warum? Weil wir drei Leute sind und nur zwei. Ach so, okay. Ja, cool. Oh, Grabs, hast du auch noch einen geholt? Ja, zwei mit zwei. Oh, alle haben zwei Kills. Ja, 2-2-2. Das ist ganz nice. Okay. So schön. Es gab auf jeden Fall. Sieht man wieder die Profis am Werk, ne? Ja. Ja. Die Profis und Freezy. Ich wollte gerade sagen, ich hab nichts gewusst. Oh, sind wir rausgegangen? Nee, du wirst automatisch jetzt in der Garage. Ach so, ach stimmt. Ach, was? Genau, du wirst in der Garage rausgeschmissen und dann wird ein neues Match gesucht. Ach, ist das dumm, oder? Mal ganz ehrlich. Ja, wir waren einfach zu OP für die Leute, weißt du? Ja, wir sind noch. Ja, das Spiel dachte sich, wieder. Alter, nee, komm, die müssen. Die müssen. Ah, die müssen. Ja. Wie ist der Cricket Launcher? Haben sie den auch so genervt? Hab ich. Danach, ja, aber der ist auch genervt. Den habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also das muss jetzt auch schon mit dem Patch gekommen sein. Weil deine Raketen, die sind ja fast wie in Zeitlupe geflogen. Ja. Die brauchen ein Stück zum Anvisieren, hallo? Ja, nee, das Anvisieren dauert, ja, aber normalerweise hast du die abgeschossen, ne? Schusch, 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 und dann sind die da hin und sind eingeschlagen. Grabs seine sind ja jetzt auf dem halben Weg, haben die ja noch einen Smalltalk gemacht. Ja, die haben noch SMS geschrieben und WhatsApp beantwortet und so. War die Ampel Video hochgeladen. Ja? Wollen wir jetzt gleich einschlagen? Wir wollen gleich einschlagen. Wahrscheinlich, jetzt schlagen wir gleich ein. Die haben sich ja abgesprochen, wer wo einschlägt. Ich nehme den linken Reifen. Nein, ich. Nein, William, warte, dann fliegen wir in der Kurve. Aber wahrscheinlich wäre es jetzt so, dass wir ziemlich schnell Raids finden würden, oder? Wir sind voll, also Invasion geht sofort los. Ah, ja. Invasion ist aber auch so. Ja, da sage ich aber wieder los. Was anderes. Ne? Pops, ja, das ist ja das. Das ist so Pops-Bums-Invasion. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich muss ja mal. Ja, okay, schauen, man kann auch Glück haben, ne? Ja. Machen wir sie Test Drive hier.
Test Drive ist gar keine schlechte Idee. Jetzt sind hier Community-Member-mäßig was Neues. Alter, die mit dem Container gebaut. Ja, Manus, was ich sagen wollte. Ja. Ich habe die Raketen links und rechts angeordnet und einen nach oben. Wenn ich die also schräg anordne, dann fliegen die nicht nach oben, sondern direkt gerade. Okay. Das heißt, wenn ich so halb schräg zu dem Ziel stehe, fliegen die gerade auf den zu. Dann kann man die auch im Nahkampf nutzen. Das stimmt natürlich, ja. Nur mit dem Unterschied, dass die immer über dem explodieren, was ein bisschen nervig ist. Dann. Ich fahre gerade einen Levitian mit 28.000 PS. Das ist echt hart, ey. Den vorgefertigten oder was? Ja, ja. Arja heißt er. Ey, das ist da aber jetzt mal ohne Scheiß. Ist das normal mit dem Battle? Das ist doch nicht normal, oder? Ich finde das so zum Kotzen. Dauert jetzt echt lange. Ja. Ich finde das echt zum Kotzen. Das doch, ich finde, das ist Bullshit, ist das. Also, es ist echt. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ich glaube, man schafft es jetzt mit dem schnellsten Fahrzeug, also mit einer V8-Engine und diesen Buggy-Kabine, dass du den Raketen wegfährst. Dass sie nicht schnell genug sind, die Raketen. Dass sie nicht hinterherkommen? Ja, genau. Das wäre aber ziemlich strange. Ja, weil die Bots schaffen es ja schon fast, die Raketen wegzufahren. Und die haben nur so ein Pissding. Mhm. Ja. Und allerdings. Ich finde den Mähdrescher nicht schlecht. Der ist nice. Der Mähdrescher ist nice, ja. Da brauchst du allerdings so vier solche. Huch! Bin ich einfach mal vom TS gegangen? Moment. Fail des Jahres, ja, das ist einfach sinnlos. Einfach diskutieren. Ja, es war das falsche. Es war das falsche X. So. Also ganz ehrlich, hier 4 Minuten warten, ey, von Dings, ey. Die, aber damit, ganz ehrlich, damit versauen die sich richtig das Spiel, ne? Wer spielt das? Wer spielt das, wenn ich 4 Minuten... Ready, ne? Oder was spielen wir gerade? Ich hab auf Raid gewechselt. Achso. Normal, Normal Defense. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, wer das spielt. Wenn du nach 4 Minuten auf ein Match wartest. Oder beziehungsweise 4 Minuten wartest, dann hast du immer noch keins. Ja, richtig. Sonst ist mit Bots erfüllen. Ja, also das ist echt witzlos. Finde ich sehr, sehr schade. Dann auch diese Map, wo ich so langsam bin, ey. Mit euren Kettenfahrzeugen könnt ihr ja einfach durch das Wasser. Du bist ja trotzdem vor uns. Ich bin ja ein bisschen flinker. Na. Was hast du denn dir da hinten für ein Okular drauf gebaut, Alter, ey? Dass der mein dass Zoom ranzoomen höher kannst. Sitzt. Ja. Weil der Zoom, der vorne dran geklatscht ist, ist halt für die Seite kacke. Ja. Das stimmt. Oh, guck mal. Ich mag keinen Schaden. Upsala. Kackraketen. Dam. Da kommt schon wieder neue irgendwo. Drei leben noch. Ne, die sind gerade gespawnt. Oh ja. Crash, was ist da los bei dir? Ich wollte ganz sagen, so das. Scheiße, Mann. Was ist da los bei dir? Die nächste Folge muss ich definitiv umbauen. So, brauchen wir den Standort. Ja, der kommt erst bei 30 Sekunden. So. Na und nu? Und ich habe noch 7 Schuss. Oh, nice. Aber du hast ja wenigstens diese Sägen noch von dran. Ja, aber die gehen auch schnell kaputt. Hast du kein Ammo-Package mit dabei? Also hinten dran? Ammo-Package habe ich doch, ein großes. Oder? Nee, ein kleines habe ich. Du kannst ja mehrere Sehne da dran machen. Machen die Sägen denn viel Damage? Geht, aber die machen permanent Schaden, solange ich den Gegner berühre. Okay. Ja, das ist. Und je nachdem, mit was für einer Wucht du auf den drauf wirst. Das stimmt, ja. Es kommt auch, darauf kommt es auf jeden Fall auch ein bisschen an. So.
Und wenn mich von vorne einer angreift mit dem Rammen, macht er keinen Schaden. Weil okay. Die, ja, Nahkampf gegen Nahkampf, ne? Wer soll lange. Oh, ich muss aber auch treffen. Verdammt, Alter, ich hab hier. Ach doch, ich hab schon einen Kill. Hahaha, Manus hat keinen. Geh weg da! Ey, das war meiner! Renn die wieder, der Arsch! Nee, das war ich. Ach, du warst das? Du Arsch! Ich will das mal beschuldigen. Da, friss meine Rakete. Oh, 23 Schaden, nice. Aber war auch nicht meiner? Ich raste ja aus, ey, Alter. Das gibt's ja gar nicht. Warum mach ich keinen Schaden? Ich hab gleich. Geh doch mal weg! Ich hab gleich keine Munition mehr. Oh Gott, hier sind aber viel. Oh lol. Nicht. Meine Kanone lädt zu langsam. Rummel-Defense. Auch nicht meiner. Geil. Ach doch, ich hab schon zwei. 26 Schaden mit der Kackrakete, ne? Ja, ja, das ist hart, ne? Ja. Renn doch nicht weg. Ja, keine Raketen mehr. So, wenn die machen wir den am Turm vielleicht, ne? Was hältst du davon? So, ich begatte dich. Ich habe nur noch eine Rakete, dann muss ich erstmal despawnen. Ich mach das nicht, die spawnen hier nicht, mehr. So, ich warte. Ich will meinen Sticker haben. Alter, du kriegst einen Sticker oder was? Wenn du nicht respawnst, ja. Ja. Scheiß auf den Sticker. Ich brauch mal einen Sticker, ich will jetzt nur noch Nahkampf. Hab ich eh schon dreimal. Ja, du hast Nahkampf, das ist der Vorteil. Kannst du wirklich so irgendwas machen? Ich glaube, ich baue mir auch so einen Bohrer vorne dran oder irgend sowas. Den habe ich noch in der Garage. Ich springe hier runter. Oh, lol. Ich mein Fahrzeug. Bin gerade hinter dir. Da unter der Brücke allerdings. Wow. Ich habe nur noch eine Nahkampfwaffe. Okay, ich denk an deinen Sticker. Mein Sticker ist weg. Ganz toll hast du die hier aufgehalten. Gut, ne? Ich seh nix. Oh lol, oh lol, oh lol. Oh ja, danke. Nichts einer, der mir hilft. Au. Wow, so stehen bleiben, so stehen bleiben, so stehen bleiben. Hab ihn. Der Boss kommt. Oh, der war gut getroffen. Ja, das kann doch nicht sein, oder? 23 Schaden. Was ist los, Manus? Könnt ihr mich wieder umdrehen? Ich bin ein bisschen auf die Seite gerollt. Nee, geht so. Okay, ich stehe wieder. Was macht er denn hier auf uns? Ich hab ihn hochgenommen. Ja, da hab ich ihn mal. Oh, der brennt! Der brennt! Kann ihn mal einer holen jetzt? Na gut, dann mach ich das. So, das ist gerade doof. Das kommt davon, wenn ich mein Monster nicht fahre. Holla! Ich lieg hier ein bisschen gammelig auf der Seite rum. Ihr kriegt das hier mit dem Turm. Der Turm ist gleich. Ey, Leute, der Turm. Mehr. Der Turm, Leute, der Turm. Muss man nicht mehr. Oh. Oh je. Soll ich respawnen oder ist der Turm gleich down? Und defeat. Oh, lol. Herzlichen Glückwunsch an Freezy an der Stelle. Das kann man in meinem Video besonders gut sehen. Er hat sich immer vor die Gegner natürlich gestellt mit seiner Fernkampfwaffe und hat damit meine Schüsse. Ich hatte gar keine Reifen mehr, ich konnte mich nicht bewegen. Trotzdem hast du dich da vorgestellt. Na gut, meine Freunde, in diesem Sinne sind wir auch erstmal fertig. Wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Schaut bei den anderen vorbei, lasst das Däumchen da, alles in der Videobeschreibung. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.